Wer ein Android-Handy besitzt, der hat oft einen Google-Account schon eingerichtet und entsprechend geht dann die Kontakte- und Kalendersynchronisierung über diesen Google-Account. Wer jetzt also von Google loskommen möchte, der muss das CalDAV und CARDAV-Protokoll benutzen. Ich blende euch mal eine Infokarte ein, da habe ich mal gezeigt, wie man seinen Kalender synchronisieren kann. Im Grunde ist das die gleiche Einrichtung auch nochmal für Kontakte notwendig. Also wenn ihr Gmx habt, web.de habt, Posteo, Mailbox.org, im Grunde euer Mail-Anbieter, den ihr neben Google noch habt, sollte auch in der Lage sein, CalDAV oder CARDAV-Synchronisation zu unterstützen. Jetzt gibt es noch eine Infokarte, da habe ich mal auf meinem Blog zusammengefasst, welche Seiten CARDAV und CalDAV anbieten, beziehungsweise auch die URLs dazu angegeben. In dem Video schauen wir uns jetzt mal die Einrichtung auf Android ein. Ich habe dazu jetzt hier einfach von meinem Hetzner-Account mal die Webmail benutzt, diese CalDAV und CARDAV-URLs, die wir jetzt gleich benutzen, die müsst ihr halt natürlich mit euren ersetzen von eurem Provider. Wir legen mal los. Wir haben hier einmal Kalender und Adressbuch. Das ist im Grunde das, was uns interessiert. Kalender habe ich, wie gesagt, in einem anderen Video gezeigt. Deshalb schauen wir uns heute mal nur die Kontakte an. Ich klicke hier auf Adressbuch und jetzt habe ich hier so ein Standard-Adressbuch und das möchte ich synchronisieren. Dazu mache ich jetzt hier auch mal gleich meinen Android-Emulator auf. Jetzt habe ich die zwei Sachen mal ein bisschen schön nebeneinander gelegt, dass man das hier schön mitverfolgen kann. Also, das ist mein Adressbuch, das möchte ich synchronisieren. Jetzt muss ich hier, glaube ich, auf Bearbeiten gehen. Hier bekomme ich jetzt die CARDAV-Abonnement oder CARDAV-Kontoadresse. Ich würde jetzt hier mal die CARDAV-Kontoadresse einfach rauskopieren, Steuerung C drücken oder Rechtsklick kopieren und in meine DAVX hoch 5 App, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, wenn ihr also synchronisieren möchtet auf eurem Android, dann braucht ihr diese App, die heißt DAVX hoch 5. Link kommt in der Videobeschreibung zum Play Store, geht aber auch über F-Droid zum Beispiel. Das ist beim Starten dann quasi leer. Ich drücke hier einmal auf Plus und jetzt steht hier Login with E-Mail Address. Das möchte ich nicht machen. Ich wähle mal hier aus URL und Nutzername. Die Base-URL, die gebe ich einmal hier ein. Das ist ja die ich gerade kopiert habe. Ich weiß nicht, ob Steuerung V geht hier. Nee, in dieser Form nicht. Aber ich kann einfach lang drücken, glaube ich, und einfügen drücken. Jetzt muss ich noch mal einen Benutzername und Passwort eintragen, der halt zu diesem Konto jetzt hier passt. Mein Konto ist hier kontakte@usefullit.com und dann kann ich einmal sagen Login. Das würde ich jetzt einfach mal so in der Standardeinstellung lassen und sagen Create Account. Jetzt ist mein Konto hier hinzugefügt. Ich klicke mal drauf. Und hier oben sehe ich, ja genau, wir müssen einmal Access zum Kalender erlauben, klar. Aber das Schöne ist, wenn man halt diese URL, CARDAV-Kontoadresse nimmt, dann findet er quasi schon mal alles, was man hier so konfiguriert hat, nämlich das Adressbuch, das will ich ja haben. Also auch wieder hier erlauben, drauf zuzugreifen. Und den Kalender und die Aufgabenliste. Den Kalender, wie gesagt, da schaut ihr im anderen Video. Ich kann hier aber auch anhaken und abhaken, ob er das überhaupt synchronisieren soll. Genau, hier kann ich jetzt auf Synchronisieren drücken und ich kann auch irgendwo einstellen, wie oft er synchronisieren soll, ob er über Wi-Fi nur synchronisieren soll. Hier kann ich den Intervall und so weiter einstellen. Ja, wie kann ich jetzt auf die Kontakte zugreifen? Und wir wollen ja auch mal testen, ob es überhaupt funktioniert, was ich euch hier erzähle. Ich habe ja die ganz normale Kontakte-App hier irgendwo in Android rumfliegen. Hier, die heißt bei mir Contacts. Und wenn ich jetzt hier mal reingehe und gehe auf Settings und hier auf Accounts, dann sehe ich eben diesen einen Account. Ich habe jetzt hier noch keinen anderen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Google-Account da noch hätte, wäre der da vielleicht auch noch in der Liste. Aber ich habe jetzt nur diesen hier und ja, da ist einfach der Sync eingeschaltet. Da solltet ihr drauf achten. Und wir tragen jetzt mal einen Nutzer hier ein und gucken dann, was passiert. Also ich drücke mal auf Plus für den neuen Kontakt und jetzt habe ich die Möglichkeit, diesen Kontakt eben auf dem Gerät lokal abzulegen. Dann wäre er nicht gesichert oder ich kann ihn eben synchronisieren mit meinem neuen Konto hier, das ich gerade angelegt habe. So, dann gebe ich mal ein, nenne den einfach mal stumpf so und der hat halt die Telefonnummer 0151 11111 oder so. Einmal speichern, dem kann ich sogar noch ein Bild mitgeben, aber stört uns jetzt erstmal nicht. Ist jetzt hier eingetragen. Ich gehe mal zurück und jetzt gehen wir mal sicherheitshalber in die DevDroid-App oder früher hieß sie mal DevDroid, deshalb sage ich vielleicht manchmal hier DevDroid, aber die heißt DevX hoch 5 oder so. Hier klicke ich jetzt mal auf Synchronisieren, einfach um sicher zu gehen, dass die auch hochsynchronisiert werden. Und jetzt gehe ich mal in mein Adressbuch und hier sehe ich, dass useful eingetragen wurde und unter Kommunikation sehe ich dann auch die Handynummer, die ich dem mitgegeben habe. Ich kann jetzt den auch hier weiter bearbeiten, einfach. Und würde jetzt mal zum Beispiel irgendeine E-Mail eintragen und auch das speichern. Klicke jetzt hier nochmal auf Synchronisieren und dann schauen wir mal, ob er die E-Mail-Adresse hier auch übernommen hat. Und hier sehen wir jetzt, dass er die E-Mail-Adresse auch übernommen hat. Das heißt, die Synchronisation funktioniert. Jetzt kann man das noch wunderbar in EM-Client oder Thunderbird übernehmen. Auch dazu blende ich euch wieder mal eine Infokarte ein. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Und dann wird das quasi im Web synchronisiert, auf eurem PC synchronisiert und auch auf dem Handy synchronisiert.